Hey Leute, was geht ab? Euer Pexelnadet ist am Start und heute gibt es endlich mal wieder ein kleines Opening. Nämlich, ich habe am Schlüssel eine Bundesliga-Chrom-Packung. Ein kleines Boosterchen, nämlich wieso nur eine Packung, das kann ich euch ganz einfach beantworten. Nämlich der Gesamtinhalt, also alle 5 Karten, werden an euch verlost, beziehungsweise an einen von euch verlost. Habe ich mir mal gedacht, weil ich schon 3, 4, 5 Tage kein Video gebracht habe, verlose ich einfach mal hier die Packung. Ich werde die Packung aber gleich öffnen und die 5 Karten, die ja da drin waren, wird halt einer von euch bekommen. Wie ihr mitmachen könnt, steht in der Videobeschreibung. Oh, ich sag's euch jetzt nochmal, nämlich als erstes halt einen Kommentar schreiben. Am besten noch, wieso ihr gerade ihr die 5 Karten haben wollt. Als zweites das Video liken und als drittes natürlich Abonnent sein oder meinen Kanal bzw. abonnieren. Auf jeden Fall endet das Gewinnspiel von diesen 5 Karten am 12. April, also am 12.04. Also habt ihr noch genügend Zeit, dort mitzumachen. Öffnen wir einfach das Booster mal und schauen, was wir so drin haben. Als erste Karte haben wir Jonas Hector, sehr nice Leute. Der hat ja auch sein EM-Qualifikationsdebüt gegeben, also sein Nationalmannschaftsdebüt so gesagt. Jonas Hector hier als erste Karte. Dann haben wir als zweite Karte Henrik Mkhitaryan vom BVB, auch nice, vom BVB, hier nochmal ein paar Fakten über ihn, Kartennummer 43, Trikot Nummer 10, Größe 1,77 und so weiter. Dann haben wir einen Starspieler drin, nämlich Shinji Okazaki von Mainz 05, auch richtig nice. Shinji Okazaki, muss ich sagen, in FIFA 15, ich denke mal, einige werden jetzt lachen, aber es ist wirklich mein Lieblingsstürmer in FIFA 15. Ich weiß nicht warum, der geht bei mir richtig ab. Kartennummer 140, natürlich Japaner. Shinji Okazaki als nächste Karte haben wir Nikolai Müller. Ja, von Hamburg. Und zu guter Letzt noch Thomas Kraft, der Torhüter von Berlin, von Hertha BSC. Das waren die 5 Karten hier, Leute. Die kann einer von euch gewinnen. Ich packe sie wieder jetzt hier in die Bundesliga-Chrom-Packung, dass sie halt nicht beschädigt werden. Ja, und dann würde ich mal sagen, schreibt in die Kommentare, wieso ihr gerade die Karten haben wollt. Ich hoffe mal, dass wieder ein paar mitmachen, dass wieder genügend mitmachen, dass es halt spannend ist, wer die Karten bekommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. In der nächsten Zeit werden wir natürlich wieder weitere Openings kommen, Mappen-Updates und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut da rein, euer Pexelnadet ist raus, Tschüssikowski und ciao.